Jo, und das war Wie grad angry ist Gaiman? Zeronimus und willkommen zurück zu Let's Play Together. Donkey Was? Kong Du hast Country aufgenommen? 3. Ja, den Schluss habe ich jetzt aufgenommen. Nein! Ich habe dich ja Was gewarnt hast du? vorher, aber du wolltest ja nicht hören. Davor, dein. Jedenfalls stehen wir kurz vor der Final Welt und ja. Beziehungsweise der Vor-Final Welt. Es kommt ja nochmal ein Kampf mit King Karol. Und die Welt nennt sich natürlich Chaos. Wie soll es auch anders sein? Vielleicht Ordnung. Stricktrick. Sounds Kenn das. interesting. Oh ja. Viel Spaß bei Stricktrick. Viel Spaß. Ich kenn das nicht. Was ist das? Das ist ein sehr schönes Spiel, das sage ich euch. Ein wunderschönes. Klingt ja nicht sehr. Ich krieg einen Orgasmus, wenn ich dran denke. Nach dem, was wir schon gesehen haben. Jo, steigen wir mal ein. Oh Gott, was ist das denn? Ach du lieber Himmel. Viel Spaß bei den 100% und viel Spaß bei diesem schönen Level. Gott, das hört sich nicht gerade. Ach, wie kommst du denn darauf? Einfach an. Ach komm, wir haben schon so viel durchgestanden in diesem Spiel. Wie schlimm kann das noch werden? Ich kann's dir sagen, ich kann mich an ein Level erinnern, wo alle Steuerung umgekehrt ist. Ach du Scheiße. Das Level, das ist dieses laue Labyrinth. Das seht ihr ganz rechts oben auf der Levelkarte, wenn ihr nochmal Blaue kurz die Labyrinth hatten Levelkarte. wir schon. Das Ernsthaft? ist. Ja. Ach, warte mal, das war Pille-Palle Pipeline, das Level hieß das. Gott. Ja, ich glaube schon. Diese Pipeline ist doch Pille-Palle. Und ich dachte mal, Zelda 2 würde mich in den Wahnsinn treiben, aber. Zelda 2 ist ein Witz. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Lass dich mal runterfallen. Ich hab's ges. Ich hab gesagt, lass dich runterfallen. Sehen. Ich hab's Arme, gesehen, ich wie weiß, was ein mich dort Schatten. er. Ich hab's jedenfalls gesehen, ich weiß, was mich dort erwartet. Und Was hast du gesehen? was hier kommt, ist weiterhin Blind Zelda 2. Auf jeden Fall ist es dort machbarer als das, was hier alles noch kommt. Was war das gerade? Das war ich. Oh. Waki, Waki. Waki, 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 Waki. Boah, verpiss dich, du Fass. Po. Das Das kann nicht. geht ungefiltert an Du kannst YouTube. doch nach unten drücken und dich fallen lassen. Ja, der Daumen ist schon wieder auf diesem fucking Control-Pad ausgerutscht. Ja, Auf die rechte das hätte ich auch Seite. gesagt. Zero, hilf uns! Okay, ich glaube an euch. Go, 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 go! Mein Schreibtischstuhl arbeitet gegen mich. Dann zappel nicht so rum. Wenn ich euch anfeuern soll, dann muss ich zappeln. Wie ein Ollerfisch. Und ja, das habe ich eben gesagt. Naja, ich habe schon viel Schwieres gesehen. Ich war damals bei Chippendale Zero. Ach Hast du ja. ein State gemacht? Jo, hab ich. Ach ja, Ganz schön Chippendale. eng die Zeit, aber für den kleinen Raum ist es, denke ich mal, ganz berechtigt. Damit wäre schon mal ein Bonusfass fertig. Ja, natürlich. Das war, weil es jetzt geleckt, das war, weil es jetzt rumgeleckt hat, deswegen. Ja.
ich habe jetzt auch nochmal aufgeräumt, ein paar ältere Rohdateien gelöscht, die fertig konvertiert waren, deswegen habe ich jetzt wieder mehr Speicherplatz drauf. Guck, Wacky, so macht man das mit den Typen in den Fässern. Ah, praktisch. Checkpoint-Fass. Boah, der hat die Richtung gewechselt. Hast du das gesehen? Ich hab's gemerkt, ja. Und lag. Oh. Irgendwie laggt das gerade. Dann mach was. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich hab zum Glück noch. Habt ihr das Level schon geschafft? So, hab mal ein paar Tabs geschlossen jetzt. Es war anscheinend halt, weil es gerade ein bisschen an der Verbindung lag. Jetzt müsste es gehen. Außerdem wird mein Voodoo-Zauber. Hu-ta-cha, hu-ka-cha, hu-ka-da, hu-ta-cha. Fuck, wie schnell ist das Ding? Achso, ist ja gar nicht so schnell wie das. Oh, das war knapp. Nimm das mal da hin. Schieß den Vogel da ab. Ja, so nicht. Voll verkackt die Aktion. Nein, ich wollte springen. Er läuft in den Abgrund rein. Es war nicht gedacht, ich wollte einen Doppelrollsprung machen und so da rankommen. Okay, man kann es sich natürlich auch einfacher machen. Au. Tsch. Da bin ich. Ich auch. Ich bin hier hinten. Hallo. Okay. Geiler Wurf. Jo. Ja, natürlich, lass dich in den Abgrund schubsen. Diese Schildtypen sind gemein. Ja, aber Wacky springt nicht drauf, der lässt sich da einfach reinschubsen. Es laggt.
Jupp. Was ist da passiert? Ja, ich hab grad irgendwie durch Zufall das Bonusfass gefunden. Das, was über dem Schildtypen ist? Jo. So richtig versteckt. Ja, das habe ich mich die ganze Zeit nicht gefunden, weswegen auch was auch einer der Hauptgründe war, weswegen ich viel Spaß beim Leveln gewünscht habe. Nee. Du kannst doch springen, ne? Weißt du? Ja, das weiß ich. Ja. What the? Sorry, Leute. Ein neues. Schaffst du nicht mehr? Ja, leider. Mann. Schon deutlich schwerer das zweite Minispiel als das erste. Schaffst du nicht mehr. Ach, es war nah knapp dran. Da war schon die Münze. Geht doch. Okay, neue Taktik jetzt. Ach, Mist. Es ist hart, nicht aus dem Rhythmus zu kommen. Und das verkacke ich natürlich wieder, klasse. Flaggt. Ja. Super.
landet ja richtig genial, das komische rote Fieder. Man nennt es auch Igel. Ja. Oh mein Gott, selbst der Skype-Call leckt. Das macht er extra. Ich mach überhaupt extra, ich bin die ganze Zeit durchgängig. Scheißstelle. Das kannst du wohl laut sagen. Was ist das? Okay, jetzt hat man wirklich gemerkt, wie der Skype-Call leckt. Es müsste respawnen, das Fass. Und wo die Dickmünze ist, da ist auch das Finish nicht fern. Juhu! Geschafft. Kommt als nächstes, guck mal. Der erste Teil der Arbeit wäre schon mal Perfect Code Room. Irgendwas mit Codes will er haben. Da brauchst du den Spiegel, glaube ich, für. Was kommt als nächstes? Höhlenhollerö. Höhlenhollerö. Das war witzig. Das war echt witzig. Aber vergesst nicht, im Wasser müsst ihr im 8, also in einer 8 um die beiden Steine schwimmen. Warum? Die Aufnahme läuft doch schon wieder, oder? Das sind so Geisterfässer, kann ich da rein, oder? Ja, natürlich. Nur halt, mach jetzt auch mal was gegen die Lags. Jo, kleiner Moment, Leute. Gut, Leute, der Part ist nach dem Level hier schon leider vorzeitig ein bisschen früh vorbei, weil es laggt ohne Ende. Wir haben jetzt auch, wir versuchen es gerade ohne Zero und es laggt immer noch bestialisch. Es kann sein, dass es gerade an der Internetleitung liegt. Deswegen beenden wir an dieser Stelle den Part und würde sagen, das war's für heute von Let's Play Together Donkey Kong Country 3 mit mir. Und Shiny Bruder J-Chan. Yo. Also bis zum nächsten Mal in Höhlen. Hollerö. Genau. Tschüssikowski, Leute. Tschüss.